Dankeschön für die Rückkehr. Ich freue mich sehr, wie uns von dir aus wie in Galater Kapitel 2. Und ich freue mich sehr, zum sein, was Gott uns hier wird wollen dir. Wenn du in Galater wohnst, die Frau wie, lässt du Paulus, wird er dort predigen, dass das Evangelium, wie durch den Glauben in Jesus allein, aber lässt du glauben, dass die falsche Lehre glauben deuten, und dort wie, dass die Seiligkeit, dort verlangt noch, dass die Muster die Satz nur folgen. Und die Gerätste, wo heute die falsche Lehre nicht stammt deuten, wie, dass die jüdische Menschen dann lernen, dass die Seuligkeit wie für die jüdische Menschen allein. Paulus selbst nannte sich der Apostel der Griechen. Jeden, der dann nicht einen Staub zu weit nehmen und dann sagen, dass die, wenn die Griechen wollen geraten wollen, dann müssen sie Juden werden. Und so Paulus selbst, der dann sagen, dass das Evangelium muss erst nur die Juden gehen und dann will der Herr dort ausbreiten nach allen anderen Menschen. Und das ist, warum die falsche Lehrer dann rumgehen sein. Zu den Griechen, das Evangelium, was Paulus dort predigen, dass wir ein Leih ist, dass wir nicht reich. Und sie lernen, dass die Kuss nicht geraten wollen, ohne dass du ein Jüd wirst, aber dass du dort ein Jüd wollen. Und Paulus dort hier sagen, dass das Evangelium das verlangt nicht, dass die Griechen sollen Jüden wollen, durch dass sie kann Gott seine Gnade erfahren. Und jeder, das jüdische Leben hat noch nie nicht wem geraten, nicht mal die Juden. Und er brückt das Kapitel zum Sein, dass das Evangelium, was heute predigen, ist das wahrhafte Evangelium. Es ist nicht ein Ding, was wir immer waren hier von Paulus. Er will haben, dass die galatischen Menschen das sollen weiten, dass das Evangelium ist das wirkliche, was er predigen wird. Und das ist der Grund von uns Glauben. Du weißt, weil er so hier haben, die Menschen sollen verstehen. Wenn wir anfangen mit Lesen, Versen 1, Bad 5, dort sagt es das. 14 Jahre Luther reist, ich war in Jerusalem mit Barnabas Taub in 9 Teures Obmatt. Das muss ich euch haben, wie uns Gott mir dazu angeht. Und lehrt an mein Evangelium für. Dort ich in der Feldje predigen will. Und ihr hilft mir mit einem Privaten, mit euch, der im Gemeinde einen guten Namen hat. Dort ich durchwählen, dass sie verstehen können, was ich gepredigt habe. Dort soll mit mir stemmen können. Dort ich nicht vergebt und an die Arbeit hat und nicht arbeiten will. Und sie verlangen nicht mehr, dass heute so beschnitten worden. Und sei doch heute auch in Gericht wir. Und über die falsche Bereiter, die sich geheim neu geschlägt haben, unsere Freiheit in Christus, Jesus Christus, auszuspornen, die in die uns wahre und Gesetz versklaven wollen, für die hab ich auf keinen Weg neu gegeben, dort die Wahrheit im Evangelium für jüngst stunden blieben wird. Wir lesen in Apostelgeschichte 15 von dieser Reise, und er sagt, er ging in Jerusalem, zum seine nur reich mitteilen, was er predigen wird. Habe ich nicht Angst, dass die mir umwinden sein, heute wird errichtet predigen, wenn es heute sein Evangelium selbst von Jesus Christus sich kriegen. Hei will bloß schön machen, dass die mir am Mett stemmen deuten, dass die auch deuten dort predigen, wird heute deut. Und dann sagt er, die stemmen ganz mit mir mit. Und sie sagt, die verlangen nicht mehr, dass Teddy soll beschneiden wollen, wenn er um Gericht wird. Und er hat sich Teddy's mitgenommen, aus dem Prosteckten sein, was wollen die sein? Und er will weiten, von wo kommt diese Lie her? Kommt die von Jerusalem her, oder ist das bloß, was die falsche Lehrer lehren dann. Und wir haben viel die Rede von Beschnieden. Und was bedeutet die Beschneidung? Und warum hielten die Juden sich das so sehr an? Beschnieden wir ein Bund, was Gott hat gemerkt mit Abraham in 1. Mose 17, Vers 10, 14. Und das wir Abraham gegeben, euer Heu und Sarah Kinder hatten. Und das Beschnieden, das wir entdecken, dass Abraham sich ganz verloren hat ab Gott für die viele Nukum, was Gott am Versprechen hat. Und wenn es die Zeit verjüngt, dann nehmen sie dort und das Wort so, dass sie sich dort hochmütig überfallen, dass sie beschneiden werden. Und es steht dort ein Teken bleibt für Gott seine Verrat, was er ihnen versprechen hat. Und wenn wir noch mit wieder kicken, dass die Beschneidung, dass wir ein Teken für die, was der Unger dort gesagt wird. Und dat, nu wird das Teken aber nicht mehr nötig. Jesus, der hat das Gesetz ganz verfehlt und auch das Bund verfehlt. Und nu ist er ans Teken ab ans Wort. Paulus will die galatischen Menschen proben zu sagen, dass nicht nur die Apostels in Jerusalem dort lernen, was sie nicht glauben dürfen von den falschen Lehrern. Die Quäk in Jerusalem, der hat ein Legalism. Eben wenn die Apostels das nicht dürfen. Ab Deutsch ist das Wort Legalismus und das ist die Neuigkeit, dass noch wollen Dinge ab Menschen abgelegt, was sie noch machen, wie sie ihr Glauben sagen ab Jesus Christus.
Und er wird abgesudelt mit neuen Neuigkeiten, darauf, dass sie kann Gott, bei Gott eingenommen werden. Und wenn die Neuigkeit wird abgelegt auf Menschen, was sie noch machen dürfen, um reich zu werden für Gott, wie sie Jesus sehen, vor die Arbeit und Trieb, dort ist Legalism. Und vor hunderte Jahren haben die Juden gelehrt, dort haben die Juden die jüdischen Gesetze gelehrt. Und sie haben never gedacht, dass die Griechen würden gerat werden. Und wenn sie erst aufhängt zu sein, dass vielleicht kann Griechen gerat werden, dann denken sie so, okay, dann machen die Griechen Juden werden, wenn sie wollen gerat werden. Einzig mal, wenn wir sind so lange im Legalism gewesen, dann ist das so eingewartet in uns, dass es sehr schwer davon loszukommen. Und die Apostel waren dort klar merken, dass die Griechen, die waren eingenommen wie Gott. Und wir müssen checken nur auf Epheser 3, Vers 6 und 7, das heißt es dort. Dort ist es dort, die Fälscher auch mit oben in Glieder und dort selten Körper sind und Anteil haben und dort, wo in Christus Jesus durch das Evangelium versprochen ist. Und für das Evangelium stu ich im Dienst, du nur, als Gott mir durch seine Kraft genug geschenkt hat. Apostelgeschichte 15, Vers 8 bis 11, da sagt Petrus das dort. In Gott, der dort hört, kann, jaff an den Heiligen Geist, geruht so aus uns, und bewies damit, dass er an Eugenum hat. Und merkt kein Unterscheid zwischen uns und an, und reinigt an das Wort auch durch den Glauben. Woran prüft ihr Gott, dadurch zu versiegen, dass je die Kinder in ein Jagd auf den Geneck leihen, was nicht wie noch unsere Führers haben können drehen? Wills wie glauben, dort wie durch den Herrn Jesus seine Genut sollig werden, geruht so aus sei. Heute sag ich, wie sind der Genut gerade, kratz so aus sei. Und Petrus sagt hier, dass Gott hat die Griechen eingenommen und hat ihr Wort reingemerkt, kratz es heute Ernte hat. Und nun, weil die, die dort Jagd ableihen, wird wie selbst nicht mehr haben können drehen. Das ist, woran dort so sehr neulich ist, dass wir das Evangelium verstehen. Wenn dort wir uns nicht Dinge lassen ableihen, die nicht von Gott sind. Wenn wir noch lesen, Versen 6 bis 10. Und wenn die einen guten Namen haben, wird zu meiner Botschaft nicht teuer gesagt. Und wer sie sind, mag, mögt bei mir keinen Unterscheid, weil es bei Gott sind wie alle eint. In jedem Teil, aus sei sagen, dass mir dort unvertraut wird, dass Evangelium mangt, die zu predigen, die nicht beschneiden werden, das sind die Griechen, geruht so aus Petrus, dass Evangelium unvertraut wird für die beschneiden sind, das sind die Juden. Und wills die durch Petrus wirkt, die Juden dort Evangelium zu predigen, wirkt in, auch in mir, die dort Evangelium zu predigen, die nicht beschneiden werden. Aus die Genut sahen, die mir gejift wird, geben Jakobus, Petrus und Johannes, die aus Gaude Standards ungesäun worden, mir und Barnabas der rechte Hund, unsere Gemeinschaft mit an zu schlüten. Dort wie sollen nur die Falsche gehen und sei nur die Juden. Alles, was sie noch zu sein haben, wir, dort wie an die Arme denken sollen, und dort habe ich selbst immer, noch immer Jahren getan. Wir glauben vielleicht, dass es ein bisschen so ein Graf, was Policy sein wird, und er sagt, dass, und wer sie sind, merkt bei mir keinen Unterscheid. Wie viele von uns checken nur andere und denken, die sind einmal bei Gott viel höher eingeschrieben als ich. Und sie sind einmal viel jässlicher als ich. Paulus, die können verstehen, dass bei Gott, wie wir alle eint. Wie viele von uns kicken nicht nur verschiedenste Menschen in Heaven und nur eine Stadt, wo sie nicht haben hier. Dort ist so ein Leicht, Menschen zu kicken in eine Durchstellung, wo wir glauben, wo sie sollen haben. Aber Paulus, der dort nicht so dort. Er wusste, dass bei Gott, wir sie alle über dem selben Weg ausstehen. Und haben wir nicht beschränkt, während die große Lehrer, die in Jerusalem waren. Und dort meint nicht, dass wir die jesliche Lehrer, die Gott hat hergestellt für uns, nicht respektieren sollen. Aber dort meint so viel, dass wir sind bei Gott gerade durch, so hoch ausstehen, als sie sind. Wir sind bei Gott alle überein. Wir sollen am Dein mit uns ganzes Leben.
Gott hat uns nicht durchanstellen, nur aus wie, so aus wie Menschen tun. Heute kriegt nur das Wort. Gib mal, was 1. Samuel 16, Vers 7 sagt, das heißt es dort. Und der Herr seht am recht ihn nicht, nur wo am dort lag. Oder nur wo groß heu gewassen ist. Diesen hab ich zu sie gesagt. Der Herr recht sich nicht, so aus dem Mensch steht. Ein Mensch sieht, wo einer von Büten lag, aber der Herr kriegt nur das Wort. Ich freue mich so, ja, dass Gott nicht dort in uns kicken, das wie Menschen uns am sich kicken. Gott kriegt nur das Wort. Und heute kennt uns von Bern, und wir sind alle bei ihm glücken, hier ungeschrieben. So, ein paar Frauen zum Schluss, weil wir uns von der Frauen. Und dort, der erste ist, sehr wie wahrlich zum Alleinstehen, wenn das kommt zum Evangelium. Und Teil von uns, wir wohnen ab einer Stadt, wo dann noch mal sehr wenig Christen sind. Und dort ist sehr schwer für uns zum Stehen bleiben in das Evangelium. Wenn du sind einzig Teil Menschen hier in uns. Und, so, wer wir stehen bleiben, ab das wahrhafte Evangelium. Und hier in Galater kann wieder ganz klar sein, wo das ist. Und dort ist durch den Herrn Jesus Christus, kann wir geraten sein. Und weil wir dort nicht verstehen können, ist das sehr leicht, dass wir uns keine drei Leute reden in der Sklaverie nennen, wo wir können lesen in Vers 4. Und dann, zweitens, weil wir uns fragen, dass sind Menschen, wo die Ecke ab nicht der Heil sagt, wo sie nicht haben, die hier. Einzig mal sei wie Menschen, wo die Lehrer sind, und wie dann ernt, hecher Hasaten aus der Ewige von uns. Und das sage ich schon sehr, wir sollen ihre Sprache haben für unsere Quakenlehrer, aber das meint nicht, dass wir uns sollen hecher stellen aus wie Ewige. Wer wir unerkannt, dass auch du, stehen krank so überrein wie Gott aus Seidung. Was wir können lesen in Vers 6, wo Paulus sagt, dass Gott, wie Gott sei wie alle eint. Und dit, wenn wir den Menschen durchanstellen, wo sie nicht haben, hier, das kann uns durchbringen, dass wir den Leuten Menschen nur folgen, in der Stadt Jesus nur folgen. Wer wir abhassen nur dort. Und dann das Letzte wäre sein, da wir nur die armen Menschen kicken. Die Neuigkeit für die armen, nur die armen kicken und enthalten, das ist immer wahr geschrieben in der Schrift. Die Welt ist voll von armen Menschen. Hier in anderen Ländern. Und was kann ich eigentlich da unten halten? So, ich hoffe, du hast ein Teil gelernt hier bei uns, das ist auch okay. Und dann das nächste Mal werden wir wieder gehen mit Galater Kapitel 2. So, ja, Dankeschön für kommen und Gottes Segen.